und willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, die letzten beiden vollen Tage unserer Kreuzfahrt waren Seetage, denn unser Schiff musste die komplette Strecke von Curaçao nach Florida zurücklegen. Ja, Curaçao gehört ja geologisch gesehen sogar schon zu Südamerika. Von daher zieht sich die Strecke natürlich in die Länge. Ja, so Seetage, die sind immer sehr schön, um sich mal auszuruhen, um auf dem Schiff zu entspannen. Und gerade am Ende von so einer Reise war das natürlich super optimal, um nochmal so ein bisschen Energie zu tanken, bevor unsere Reise dann in Florida weiterging. Ja, wir haben an diesen beiden Tagen viel Zeit noch am Pool verbracht, die Sonne noch genossen, haben uns Shows angesehen und das ja, vielfältige Programm, die ganzen Unterhaltungsmöglichkeiten noch auf dem Schiff genutzt. Viel gefilmt haben wir nicht in den letzten beiden Tagen, aber hier ist zumindest so ein kleiner Kurzüberblick. Elegante Nacht. Deswegen sehe ich auch ausnahmsweise mal schick aus.
Ja, eigentlich haben wir vorher den ganzen Tag lang kaum irgendwas gemacht. Eher so ausgeruht, noch ein bisschen in der Sonne gesessen. Jetzt gerade noch die Präsentation vom 270 angeschaut. Fotos gemacht ohne Ende. Und ich glaube, jetzt gehen wir eine Runde im Casino zocken. Und hier sind wir auch schon am Tag 8 der Kreuzfahrt angekommen. Und das war, wie bereits gesagt, ein Seetag und leider auch der letzte volle Tag der Kreuzfahrt. Ja, gefilmt habe ich kaum etwas, was wir gemacht haben. Dafür gibt es hier aber noch ein paar Eindrücke vom Schiff. Zum Schluss gibt es noch ein paar Ausschnitte von der Show Effectors, eine wirklich technisch sehr aufwendige Show. Und wenn man bedenkt, dass man sich immer noch auf einem Kreuzfahrtschiff befindet und nicht
in einem Theater in Las Vegas oder sonst wo, muss man wirklich sagen, Daumen hoch. Also unbedingt das Video bis zum Ende gucken, denn da gab es noch eine Überraschung in der Show und ich muss sagen, dass Royal Caribbean generell in Sachen Entertainment wirklich die Nase ganz, ganz weit vorne hat. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, gerne auch über Kommentare und ja, wir sehen uns im nächsten Video, denn dann ging es weiter nach Orlando. Yeah.